Speziell sehe ich das Hauptproblem, dass das wundervolle Kommunalwahlrecht, also so ab der 6., 7. Kommunalwahl, die ich mitgemacht habe, habe ich erstmal verstanden, was läuft. Am Anfang war das wie so ein Buch mit 7 Siegeln. Und dann habe ich eben erkannt, dass wir das beste Kommunalwahlrecht bundesweit haben, aber wir in Baden-Württemberg alles können außer wählen, denn wir nutzen die Möglichkeit des freien Feldes, über dem wir die Direktwahl machen, überhaupt nicht und lassen uns von den Parteien vorgesetzte Bewerber vor die Nase setzen und können dann unter denen rauswählen. Und wenn wir hier diese Veranstaltung angucken, da ist alles dafür getan, dass so wenig wie möglich Menschen mitgekommen, was hier überhaupt passiert. Darf ich Sie erstmal willkommen heißen? Um 19 Uhr startet die Kandidatenvorstellung. Davor dürfen die Kandidaten und die Kandidatin jeweils eine Nummer ziehen. Die Nummer entscheidet dann nachher über ihre Rednerfolge. Wir würden das nach dem Alphabet durchführen. Also eben ist schon was ganz Merkwürdiges passiert. Ich wurde auf einmal hinter die Bühne gebeten und in einem kleinen Raum sollten dann die Kandidaten die Reihenfolge ziehen. Und da waren noch ein paar Butterbrezeln und die Dame war noch nicht da, die Frau Bürgermeister. Und dann habe ich gesagt, ich verlasse den Raum. Ich mache dieses Gemauschel im Hintergrund nicht mit. Wenn wir die Reihenfolge auslosen, machen wir das öffentlich vor dem Publikum. Und dann muss ich jetzt mal dem Rathaus gratulieren. Dank Thomas Hornauer haben Sie umgedacht und die Auslosung nicht im stillen Kämmerlein gemacht, sondern öffentlich vor dem Publikum. Dem ersten Kandidat hat die Bürgermeisterin direkt ein Kuvert in die Hand gegeben. Der hat nicht mal selber gezogen. Hat die Nummer 4. Die 3. Die Frau Funke-Ulisei hat die Nummer 3. Dann kommt der Herr Hornauer. Sie noch mal mischen. Ich will nicht Ihre Reihenfolge annehmen, die ist wahrscheinlich vorsortiert. Danke. Die Wahrheit! Nummer 1. Und ich habe dann die 1 gezogen. Die Vorkommen, die Presse hätte dann und fehlt mir, würden Sie gerne nicht aufnehmen. Nee, ich mache nicht. Machen Sie ohne mich. Das haben Sie versaut. Es geht gar nicht. Sie haben ganz offiziell die von Westheimer Zeitung. Jetzt läuft sie weg, ne? Die Dame hat ganz offiziell die Kom-Westheimer Zeitung benannt für die Bekanntgabe der Kandidaten. Ne? Und Sie wissen alle, dass die Kom-Westheimer Zeitung mich bei ihrer Kandidatenvorstellung nicht einlädt. Dann habe ich von der Redakteurin erfahren, dass ich auch von der Kom-Westheimer Zeitung für die Kandidatenvorstellung ausgeschlossen bin. Also Bekanntheit braucht man in Kornwestheim nicht bei der Kornwestheimer Zeitung. Der ist mir nicht bekannt. Das ist eine Privatveranstaltung. Gegenüber der Überwachungsbehörde ist die Zeitung ein Privatveranstalter, die ihr festmacht und ihre Podiumsdiskussionsshow, dass man sagt, die Medienaufsichtsbehörde ist nicht zuständig, damit ist die Aufsicht nicht da. Aber kein Kandidat kann es sich leisten, bei der Veranstaltung von der Zeitung nicht dabei zu sein, weil das sind die zwei Hauptveranstaltungen und die Zeitung selber nennt es auch noch in einem Namen, es gibt zwei Wahlveranstaltungen und die Oberbürgermeisterin
macht bei der Wahlausschuss, dass auch die Kornwestheimer Zeitung die öffentliche Bekanntgebung der Kandidaten macht. Also ist auch über die Kornwestheimer Zeitung bekannt gemacht worden, offiziell, dass ich kandidiere. Und gleichzeitig schließt die Zeitung mich aus. Hier liegt eben genau unsere Demokratie schräg, wo ich einfach die letzten 7 Jahre erkannt habe, dass es ein Riesenklüngel zwischen den Rathäusern, den Wahlaufsichtsbehörden und speziell den Zeitungen, die in Kooperation mit PA-Agenturen heute unsere Bürgermeister setzen, so wie man Fußballer in der Bundesliga handelt. Ne? Also dann gehe ich auch mit denen Undemokraten nicht auf einer Bühne. Denn wer jetzt noch beim Zeitungsverlag vom Westheim auf die Bühne geht, der hat die Demokratie bereits verraten. Wenn das Demokraten sind, gehen die alle nicht hin. Wenn die sagen, wenn der ausgegrenzt wird, da ist es ganz klar sichtbar, dass die Kornwestheimer Zeitung eine wirtschaftspolitisch orientierte Zeitung ist und keine Neutralität hat. Und gleichzeitig spielt sie und veröffentlicht uns die Wahlergebnisse offiziell und nimmt die Rolle einer vertraulichen Neutralität ein, die aber nur falsch und geheuchelt ist. Ne? Und ich bin heute hier, um genau diese Schräglagen sichtbar zu machen. Ich bin sicherlich nicht bequem, aber den ersten Erfolg haben wir. Die Wahl wurde dann über die Auslosung vor dem Publikum gemacht. Ich habe auch nicht den Vorschlag der Bürgermeisterin oder Frau Keck angenommen, sondern habe meinen Platz 1 selber gezogen. Es funktioniert. Ich denke, die meisten sind auch nicht hier, um mich zu wählen, sondern um jeden zu wählen außer mich. Aber damit sägen Sie auch wieder Ihren eigenen Ast ab. Ihre Fans dürfen ja leider noch nicht wählen, weil die sind zu jung. Ja, aber Sie haben trotzdem das Recht zu sehen, dass Sie da sind und die waren vorne, jetzt hat man Sie verdrängt. Also ich würde schön finden, wenn die da vorne noch auf dem Boden sitzen dürfen oder wenn man die reinlässt. Ich gehe gerade mal raus und gucke, wo die sind. Bitte. Festsaal heute zur Verfügung stellen, damit möglichst viele Personen hier teilnehmen können. Und ich möchte Sie bitten, hier die Vorstellung zu machen. Diese Erklärung hat stattgefunden. Die Jugendlichen durften nicht in diesen Saal und man hat sie in einen anderen Saal geschickt. Und sie haben gerade gelogen. Diese Erklärung hat stattgefunden. Sie sollten nicht lügen. Okay. Lügen Sie nicht, als Bürgermeister ist. Ich lüge nicht als Bürgermeisterin, das ist Rednerpult. Wir haben viele. Sie haben selektiert. Es gibt ein. Unter dem Argument, sie seien noch nicht 18. Die Tatsache ist aber, dass sie ab 16 wahlberechtigt sind. Man hat sie auch nie über ihre Möglichkeiten aufgeklärt. Also wir beginnen um 19 Uhr ganz offiziell mit der Kandidatenvorstellung. Bis dahin, Herr Hornauer, möchte ich Sie bitten, Platz zu nehmen und uns dann die Chance zu geben, die Veranstaltung regulär zu beginnen. Es sind noch 2 Minuten. Herzlichen Dank. Bitte Beifall pfeifen, damit wir uns das nicht anhören müssen. Bitte schön, wir haben ein ganz tolles Publikum da. Herzlichen Dank. Ja, los, los. Wunderbar, wir haben noch 1 Minute, dann geht's los. So, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ich darf Sie heute zur Vorstellung des künftigen Oberbürgermeisters bzw. der Oberbürgermeisterin hier im Kultur- und Kongresszentrum, das K. recht herzlich begrüßen. Es freut mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind und wir sowohl hier
im Festsaal als auch im Theatersaal viele Gäste willkommen heißen dürfen. Zuerst darf ich die Mitglieder des Gemeindewahlausschusses und des Gemeinderats, aber natürlich ganz besonders die zugelassene Bewerberin und den Bewerber für die heutige Vorstellung begrüßen. Ich heiße recht herzlich willkommen Herrn Stefan Duscher, Projektleiter und Diplomphysiker aus Kornwestheim. Weiterhin die Frau Zenure Funku-Olisai, Lehrerin aus Kornwestheim. Herrn Thomas G. Hornauer, freier Journalist aus Blüderhausen. Herrn Markus Kemmle, Bankkaufmann und Diplom-Betriebswirt aus Kornwestheim. Herrn Kadir Koyutürk, Leiter der Stabsstelle Soziales und Teilhabe. Ich war noch nicht ganz fertig. Und Kultur- und Sozialwissenschaftler MA aus Kornwestheim. Herrn Nico Laubsmann, Bürgermeister und Diplom-Wirtschaftsjurist aus Schwieberdingen. Ich heiße ebenso herzlich willkommen die Vertreterinnen und die Vertreter der Presse. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir heute Foto- und Filmaufnahmen machen. Möchten Sie nicht mitgeschnitten oder fotografiert werden, meine Bitte, dass Sie es den jeweiligen Kameraleuten sagen. Und wenn wir hier diese Veranstaltung angucken, da ist alles dafür getan, dass so wenig wie möglich Menschen mitgekommen, was hier überhaupt passiert. Es ist das Livestreamen verboten, sie streamen live selber nicht. Die sagen jetzt auf einmal, die Menschen sollen doch kommen, ja, wie sollen die, die arbeiten können, kommen. Ne? Ich möchte Ihnen kurz diese Spielregeln vorstellen. Die Reihenfolge der Rednerinnen und Redner wurde vor der Veranstaltung hier auf der Bühne durch ein Losverfahren festgelegt. Und dann muss ich jetzt mal dem Rathaus gratulieren. Dank Thomas Hornauer haben Sie umgedacht und die Auslosung nicht im stillen Kämmerlein gemacht, sondern öffentlich vor dem Publikum. Die Redezeit beginnt, sobald die Bewerberin bzw. der Bewerber mit seiner Rede beginnt. Herzlichen Dank und damit darf ich den ersten Redner, den Herrn Hornauer, hier an das Mikrofon bitten.
Die Zeit läuft ab dem ersten Wort, hat sie eben geheißen. Und jetzt geht's los. Ich grüße alle Abhängigkeitswähler. Ich grüße alle Frühbriefwahlwähler. Und ich möchte mich erstmal vorstellen. Mein Name ist Thomas. Majestät Thomas, seine königliche Heiligkeit. Majestät, König, Doktor der Philosophie der Bodhisattva Universität Kalifornien, Thomas Gerhard Hohmauer. Ja, ihr dürft dran aufgehen. Am 14. Februar 2010 hatte ich meine erste Krönung in Thailand von einem afrikanischen König und meine Krone wurde von 90 buddhistischen Mönchen und 4 buddhistischen Meistern gesegnet. Seitdem habe ich meine bürgerliche Anrede Herr Hohmauer abgelegt und höre nicht mehr auf Herr Hohmauer. Bitte, wer es halt nicht kann, ist klar, sehe ich euch nach. Bin auch nicht hier, um sympathisch zu sein und um eure Stimmen zu bitten, sondern ich bin hier, ob Kong Westheim gut genug für den König ist. Bisher habt ihr euer Zeugnis geschrieben und die Jugendlichen ausgegrenzt und die Bürgermeisterin, die hier den Laden noch schmeißt, hat gemeint, es sei nicht separiert worden, man hat die Jugendlichen hier nicht in den Saal gelassen und in einen Nebensaal gesteckt und nachher sind sie dann nicht in der Lage, obwohl ich sie bestellt habe, dass sie mir mal Fragen stellen können, weil dann wahrscheinlich die Fragen nur aus diesem Raum gezogen werden. Und wenn die Menschen, die da drüben sind, nicht mitmachen können, dann hat sich auch Kong Westheim wahrscheinlich schon einen künftigen Amtsverweser geschaffen. Aber das hat man sich ja schon dran gewöhnt. Und egal, wie die Wahlen manipuliert wurden, das Verwaltungsgericht und das Referat 14 mit dem Herrn Hagmann wird schon regeln. Ja. Ja, jetzt möchte ich mal sehen, ob wir überhaupt noch da sind. Könnten wir mal die Hand heben? Wer von euch lebt noch? Wer lebt noch? Könnt ihr mal die Hand heben, die noch sagen, ich lebe? Also habe ich es hier schon wieder nur mit lebendigen Toten zu tun, habe ich mir gedacht. Könnte auch jemand die linke Hand heben, ob auch jemand selbstständig und frei denken kann? Linke Hand. Kameras, guck mal, ist noch jemand da, der selbstständig und frei denkt? Ja, hier, die Jugend hat es noch drauf. Ne? Somit konnte ich jetzt die Ausrichtung meiner Kandidatenvorstellung beginnen. Seit 20 Jahren bin ich es gewohnt, von euch spießigen Schwaben, euch geht es ja gut mit euren Häusern, die man aber bald verliere, wie euer Freund und mein Freund Klaus Schwab schon sagt, in 2030 gehört euch nichts mehr, ihr werdet nichts mehr besitzen, aber glücklich sein. 20 Jahre bin ich jetzt, seit ich den Landessender Baden-Württemberg damals gekauft habe und mit Pressekampagnen in den Dreck gezogen wurde, hat man letztendlich die letzte Pluralität in Baden-Württemberg beendet. Und seitdem habt ihr eine schöne, meinungsorientierte Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, alles gehört aus der Westpresse, keine Meinungspluralität, sondern euch wird die Meinung wunderschön vorgedacht und ihr macht dann euer Kreuz. Die nächste Frage. Ist die Briefwahl schon raus? Das wollte ich fragen. Gibt es schon Briefwahl? Ja. Also, habt ihr schon Briefwahl gewählt? Wer hat schon gewählt? Alle? Habt ihr schon eure Stimmen abgegeben? Ich bin der Meinung, die alle schon gewählt haben, die sind so doof, dass sie nämlich nicht die Chance, bis zur Stichtagswahl ihre Meinung zu bilden, vergeudet haben. Und alle, die jetzt schon ihre Stimme abgegeben haben, die sollten jetzt sofort den Raum verlassen und uns hier nicht den Sauerstoff rauben. Weil für was hört ihr meine Rede, wenn ihr schon entschieden habt? Ne? Ja, geht raus an die frische Luft, wenn ihr schon gewählt habt. Weil ihr seid dann die, die die Demokratie verachten. Denn sie haben doch schon gewählt, was man ihnen gesagt hat. Ihnen wurde es doch schon vorgedacht. Ja, und man hat ja gesehen, wie der werte Gemeinderat-Wahlausschuss hier alles getan hat, dass so wenig wie möglich Leute überhaupt erfahren. Hätte ich nicht die Welle gemacht, wäre der SWR nicht hier und ein kleiner Klüngel mit 200 Leuten hätte wieder aus einem erwähnten Kreis ein paar rausgewählt.
im heutigen Zeitalter, wie im Mittelalter, den Livestream zu verbieten, lieber Gemeinderat, da seid ihr einer modernen Stadt nicht gerecht und ich empfehle euch alle den Rücktritt von eurem Amt und Selbstanzeige für eure Korruptionen und Vetternwirtschaften endlich zu machen, damit endlich mal hier diese kaputte Gesellschaft ein Ende hat. Es ist eine Schande, dass man eine Bürgermeisterwahl im heutigen Zeitalter das Livestreamen verbietet und Menschen, die im Krankenbett gehen und die Menschen, die jetzt aufrecht arbeiten, meine Rede nicht live miterleben können. Selbst meine Dorfgemeinde Bühlerhausen hat es gelernt und eine Livestream-Firma eingestellt und hat dann meinem Fernsehsenderkanal Telemedial ein Livestream-Signal gegeben, damit so viele wie möglich Menschen sehen können, wer hier zur Kandidatenwahl steht. Und sie haben auch noch die Reden der Kandidaten bis zum Wahltag auf der Homepage der Seite gelassen. Da muss ich sagen, meine Gemeinde Brüderhausen ist vorbildlich. Sie war wirklich bemüht, dass alle Bürger die Möglichkeit haben, die Bürgermeisterkandidaten kennenzulernen. Die Gemeinde Kornwestheim hat aber nur alles Erdenkliche getan, dass es keiner weiß. Ja, und hätte ich nicht so getrommelt, hättet ihr keinen SWR hier. Ja, dann hättet ihr nur eure Kornwestheimer Zeitung hier. Ja, und unter 200 Leuten hätte ihr das gehabt. Auf jeden Fall hat euer Gemeinderat alles dafür getan, dass so wenig wie möglich Menschen erfahren, was hier passiert. Und ich habe das gegen keinen getan. Dass ihr das nicht gut findet, habt ihr ja gezeigt, indem ihr mich ausbuht. Aber ich sag ja, die dümmsten Kälber, habe ich auch schon in Bühlerhausen gesagt, wählen ihre Henker selber. Klaus Schwab freut sich auf. Ja, natürlich soll ich den Saal verlassen. Wir sind ja auch wahrscheinlich bei euch nur eine Scheindemokratie, die nach Demokratie aussieht. Ja. Sie können nachher gerne mit mir diskutieren, jetzt spreche ich. Ja, ich bin sehr erfolgreich, ich bin einer der bekanntesten TikToker. TikTok ist zwischenzeitlich Mainstream und nicht mehr ihr GZ-Gebühren gesteuerte ARD, ZDF oder diese RTL und Sat.1. Aus dem Blickwinkel von TikTok sehen wir das als ein verstaubtes Medium, das sie da noch führt, die sie im Tiefschlaf halten. Und sie dürfen dafür noch Gebühren bezahlen, um belogen zu werden. Aber sie machen das sicherlich gern und sind auch noch stolz drauf, dass sie pünktlich ihre GEZ-Gebühren zahlen. Genauso wie sie wahrscheinlich 80% hier stolz drauf sind, den vierten und fünften Booster drin zu haben. Und wenn sie stolz drauf sind, dass sie an ihrer Tankstelle dann durch den Konsumzwangslabyrinth geführt werden und dann vorne bezahlen dürfen. Ne? Aber sie haben nicht bemerkt, dass an der Tankstelle und beim Impfen und beim GEZ-Gebühren ein komplettes Missbrauchssystem läuft, ist jeden Menschen nur noch entwürdigt. Ihr denkt, es tut weh, ich hoffe, dass es weh tut, denn ich bin hier, um euch zu erschüttern und euch auch Tiefschlaf rauszuholen. Denn es wurde beschlossen, dass in Baden-Württemberg die Unmündigkeit gefördert wird und man jetzt von 25 die Herabsetzung der Bürgermeisterwahl auf 18 Jahre herabgesetzt hat. Mündigkeits- und Unmündigkeitsförderung nicht genug. Auch die Altersobergrenze wird abgeschafft. Wenn jetzt einer senil krank wird, der war 30 Jahre im Amt, weil was passiert dann? Der hat so viel Macht, den wählt man nicht mehr ab. Wenn ein Bürgermeister mal 30 Jahre im Amt ist, das hat man bei uns im Bühlerhausen-Center, Schaffer war da 34 Jahre, der hat so ein Machtnetzwerk aufgebaut. Und dann wird euch jemand noch unter Notbeatmung regieren als Bürgermeister, weil die Altersobergrenze genommen ist, weil man Wählerstimmen sucht und gleichzeitig holt man ältere Herren vom Bürgermeister zur Karriere von der CDU und sagt, mach mal du hier in Kornwestheim weiter und andererseits sagt man, man braucht Jugendlichen. Auf TikTok dürfen die dürfen ab 16 wählen, aber ab 18 dürfen die mit mir erst live gehen und sich eine Meinung bilden. Hey, bei euch im System liegt was schräg.
Hört auf, die Linken zu glauben, diese ganzen Phrasen, die euch von den Zeitungen erzählt werden. Verwechseln Sie Ihren Stimmzettel nicht mit dem Lottozettel, dass Sie mal die Hoffnung haben, einmal im Leben bei den Gewinnern dabei zu sein. Ich sage Ihnen, wer bei dieser Wahl ein Kreuz macht in Baden-Württemberg, der kreuzigt sich nur selber. Wir haben ein freies Feld. Wir haben ein freies Feld, von dem ihr nichts wisst, bei jeder Bürgermeisterwahl, wo jeder seinen eigenen Namen eintragen kann oder die Person, die er für wichtig hält. Das ist die Idee des Kommunalwahlrechts Baden-Württemberg, dass ihr als Bürger direkt euren Bürgermeister wählt. Was macht ihr? Ihr wählt vorgesetzte Rathauschefs, die euch der Gemeinderat zulässt, die schon lang ausgewählt sind und von den Schattenregierungen und Schattenmächten im Hintergrund ausgeklügelt werden. Und dann haben die PA-Agenturen, alle erfolgreichen Bürgermeister werden nur Bürgermeister, wenn sie eine PA-Agentur hinter ihnen haben und ihre Konzepte machen. Die werden bezahlt und Bürgermeister werden heute gehandelt wie VfB, erst Bundesligaspieler. Das ist eure Demokratie. Die werden euch vor die Nase gesetzt und ihr glaubt, was die Zeitung schreibt. Nach meiner 20-jährigen Erfahrung sage ich Ihnen, die Zeitung ist nur für eins da, sie im Tiefschlaf zu halten und die Lüge zu hüten, aber kein Interesse an der Wahrheit hat. Und darum bitte ich, dass wir jetzt endlich aufhören zu träumen. Wir gehen auf eine gefährliche Zeit. Die Bundesregierung hat bereits die Rechte an die WHO abgegeben. Bei der letzten Impfkampagne, wenn eine Pandemie ausgerufen ist, haben sie keinen richterlichen Schutz mehr. Sind Sie sich darüber im Klaren? Wir haben überhaupt ein wirklich schmerzhaftes Demokratiesystem mit der Macht eines Justizministers, der die Richter einsetzt und die Staatsanwälte politisch ausrichtet. Und die Staatsanwälte, speziell in meinem Fall, gucken wie Karl, ein Auge offen, wie Argus Auge, wenn ich was mache, wie in Bergen beim Herrn Friedrich, der Baden-Württemberg eine Wahl abgezogen hat, unter aller Sau. Er hat mit der Wahlbenachrichtigung alle die Briefwahl nach Hause geschickt und hat damit Landfriedensbruch begonnen, indem er nämlich das Wahllokal vom Stichtagswahl in den Hausfrieden gelegt hat und eine Briefwahl mit Abgabefrist veranstaltet hat. Aber natürlich das ausgerichtete Verwaltungsgericht, der Staatsanwalt, ich habe alles angezeigt, alle haben weggeguckt. Weil zwischenzeitlich die Superintelligenz der Demokratie den Kardinalfehler macht, und zwar das Gesetz mit hoher Intelligenz für niedere Beweggründe über die Wahrheit stellt. Und damit verarschen sich alle selber und ihr sägt euch alle in der Zukunft euren eisigen Ast ab. Ich kürze dann viel ab. Ich denke, ich werde bei der Fragerunde noch die anderen Dinge mit einbringen. Und komme zum Wesentlichen. Das heißt nicht, dass ich meine Zeit nicht nutze. Ich werde sie quälen bis zum Schluss natürlich. Wir brauchen dringend eine neue Metademokratie. Die Wahlen waren alle meiner Meinung nach in der Corona-Zeit ungültig, weil demokratische Wahlen in freiheitseingeschränkten Räumen in zwei Klassengesellschaften, wo Ungeimpfte gar nicht mehr in die Lokale zur Meinungsbildung konnten, gar nicht möglich war. Daher erkläre ich jetzt im Namen des Vereinten Heiligen Deutschen Königreichs, so wie die Frau Merkel, es ist nicht lustig, es wird gleich richtig ernst. Die Frau Merkel hat damals die Wahlen von Belarus ungültig erklärt und genau das, was sie den Belarusern vorgeworfen hat, genau das habe ich in Baden-Württemberg exakt erwähnt. Ja, das ist passiert. Ja, Sie wollen es nicht glauben, das dürfen Sie auch. Nee, Sie werden bis zum Ende gequält. Der Bundesminister hat bereits das neue Kommunalwahlrecht, der Bundespräsident hat bereits das neue Kommunalwahlrecht entschieden. Ach ja, genau, ich wollte noch was machen. Im Namen des
Ja, habe ich vergessen. Schade. Kann ja mal passieren, war ihr Glück. Oder meint? 15 Millionen sind vorbei. Ja, der Bundespräsident hat die Wahlen, das war Kommunalwahlrecht, verabschiedet. Daher beantrage ich auch den Rücktritt des Bundespräsidenten und den Rücktritt der Bundesregierung, weil sie ihr Amt nicht treu ausgeübt haben. Und ich fordere jetzt alle Beamten, die sich in der Corona-Korruptionsverstrickung schuldig gemacht haben, des Amtes zurückzutreten und sich selber Stellen- und Selbstanzeige zu erstatten und endlich die Korruption hier zu beenden, sodass wir wieder ein ordentliches Land bekommen. So, vielen Dank, Herr Hornauer, für Ihre Rede. Diese geschlossene Truppe, ich habe es geschafft, absolut unbeliebt zu sein und ohne Applaus von der Bühne zu gehen. Und da sieht man, dass freie Demokratie nicht gewünscht ist. Und auch die Separatierung des Ganzen wurde einfach ignoriert, dass das auf zwei Räume ist. Und es sieht leider so aus, dass ich wieder Arbeit habe und noch eine Wahlanfechtung schreiben muss. So, wie gehen jetzt rüber zu den anderen? Das ist die Zukunft dieses Landes, Schweinerei. Ja, ich bin der Kandidat, ich werde überall sein. Hey! Gehen Sie den Mann an! Der ist wie kein Gegner, Sie greifen ihn an. Ich hab's gesehen, Finger wegkommen, ja? Ich hab's gesehen, Finger wegkommen. Ich kann Verwaltung, ich weiß, wie Verwaltung funktioniert. Auch Verwaltung muss dynamisch organisiert werden, denn eine Stadt muss imstande sein, auf Veränderungen reagieren zu können. Das haben wir selbst erlebt. Mit mir als Oberbürgermeister sind Sie Teil einer Ideenfabrik von Westheim. Mein Slogan, wir sind von Westheim, das gilt auch nach der Wahl. Denn es sind die Menschen, die unsere Stadt gestalten. Sie und viele andere füllen diese Stadt mit Leben und machen es wertvoll. Wir Stadtgesellschaften tragen unter anderem die vielen Vereine und die ehrenamtlichen Arbeit. Dazu braucht es eine fest verlässliche und anerkennende Kulturreform. Ich stelle mal zu. Bitte, Sie haben die Möglichkeit gehabt, sich drüben zu äußern. Bitte sind Sie ruhig oder verlassen Sie den Saal, sonst schmeißen Sie raus. Machen Sie das. Ja? Ja. Wenn Sie ruhig sind, dürfen Sie bleiben. Wenn Sie jetzt, was sind Sie überhaupt? Ich bin die Ordnungsbürgermeisterin. In welcher Zukunft möchten wir leben? Ja, genau. Bitte ruhig sein. Bitte. Was hier schräg läuft, speziell, weil die Westheimer Zeitung hier mich nicht bei ihrer Privatveranstaltung mitmachen lässt, aber gleichzeitig trotzdem die Neutralität im Namen der Gemeinde verkörpert, eine Wahlanfechtung gemacht, wo wir das Recht des Bürgers vertreten und da könnt ihr eventuell helfen, ja, die Bürger nachher zu überzeugen. Sogenannte Podiumsdiskussion und jetzt werden ausgewählte
Kandidaten, die ewig lange Fragen stellen, an die zwei Favoriten. Und so wird jetzt die Stunde für zwei Menschen zur Hauptshow gemacht. Und die anderen kommen gar nicht dazu. Und man kann dann wählen, ob man die Frage an alle Kandidaten stellt oder nur an zwei. Und alle anderen sind stumm gestalten. Mir tun die anderen vier Kandidaten jetzt sehr leid. Und denen geht es jetzt energetisch sehr schlecht. Ich nutze jetzt die Zeit, um euch zu sagen, was hier unter aller Sau passiert. Und eine top ungerechte Wahl als gerecht verkauft wird. Und ich gehe jetzt wieder auf die Bühne zum Meditieren. Herz 5, danke. Das bedeutet für mich auch Wertschätzung. Und wenn ihr ehrenamtlich in der Zeit macht, wir haben ein super kleines Museum hier. Meine Schwester und ich möchten Ihnen noch einen oder werden Ihnen später einen Fragenkatalog zuschicken, der von der Zukunftswerkstatt und der Jugenddelegation erstellt worden ist. Jetzt würde mich aber im Vordergrund interessieren, wie Sie zusammen mit der Jugenddelegation und der Zukunftswerkstatt uns dabei unterstützen möchten, Kornwestheim klimaneutral zu gestalten. Denn das ist ein Thema, was uns alle betrifft. Und dieses Thema können wir nicht mehr länger auf die lange Bank schieben. Und es ist wichtig, dass wir es jetzt anpacken. Herr Eismann, geht Ihre Frage an alle Kandidaten? Wunderbar. Sie haben maximal 3 Minuten Zeit. Und dann würden wir, Herr Hornauer, mit Ihnen starten. Die Frage vom Herrn Eismann war, wie Sie sich vorstellen, wie Sie die Jugendbeteiligung mit in Ihre Arbeit als Oberbürgermeister und Oberbürgermeisterin einbauen und wie die Beteiligungsformen aussehen. Hallo, ja. Also die Jugendarbeit, die Jugend ist unsere Zukunft und das Hauptmerkmal müssen wir darauf richten, dass wir die Spaltung zwischen der Immigrationsjugend und der hier lange ansässigen Jugend verbinden. Und das ist ganz wichtig. Die Jugend wurde auch vorher schon vom Vorredner angesprochen, hatte eine sehr harte Zeit in der Schule. Ihnen wurden dort eigentlich in Zeit der Jugend geraubt. Und sie mussten ihren Unterricht hinter Masken verbringen und Sauerstoff rückatmen. Es hat sich zwischenzeitlich wissenschaftlich bewiesen, dass wenn wir lange Sauerstoff zurückatmen, das Denken eingeschränkt ist. Das merkt man auch hier, wenn der Raum voll ist. Und das Allerschlimmste ist, ich warte kurz, bis Ruhe ist, weil das ist ganz wichtig, das betrifft die Jugend, ich bitte um Ruhe. Es ist nicht zum Lachen, denn beim Kind, wenn das Gehirn noch im Wachstum ist, und es bekommt nicht genügend Sauerstoff, dann können Störungen entstehen. Das ist eine wesentliche Grundlage, was ich jetzt sage. Können Störungen entstehen. Und die habe ich jetzt auch schon bemerkt, dass der neuen Jugend das Sozialverhalten, ich bitte um Ruhe, würdet ihr bitte um Ruhe? So. Hornauer hat 3 Minuten Zeit, die Fragen zu beantworten und die Frage, die gestellt wurde, ging an jeden Kandidaten und die Kandidatin und dadurch hat er die 3 Minuten. Deswegen bitte ich um die Ruhe. So, das ist auch Demokratie, dass man jemanden beim Reden nicht stört. Also, und das ist ganz wichtig und das müssen wir gucken. Wir wissen noch nicht, wie die Folgeschäden dieser Rückatmung der Jugendlichen sich auswirken, aber ich sehe eine große Gefahr, wo jetzt schon gegengesteuert wird und deswegen ist es wichtig für alle Eltern, dass ihr jetzt die Verantwortlichen, die euren Kindern den Schaden in der Schule angerichtet haben, zur Verantwortung zieht, dass ihr dementsprechend die Schule, das Land oder die, die euren Kindern die Masken aufgesetzt haben in der Schule, in die Verantwortung ziehen. Denn später haben die Eltern die Schäden und müssen dafür haften, was da rauskommt. Man weiß es noch nicht genau. Aber diese Sauerstoffrückatmung für die Schulkinder ist sehr gefährlich. Und das ist nicht zu unterschätzen. Und deswegen ist der Fokus genau an der Stelle auf die Jugend auszurichten. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön, Herr Kojotor, bitte.
Und jetzt werden ausgewählte Kandidaten, die ewig lange Fragen stellen, an die zwei Favoriten. Und so wird jetzt die Stunde für zwei Menschen zur Hauptshow gemacht. Vielen Dank, Herr Laufmann. Dann wäre die nächste Frage, Herr Binder, an Sie. Guten Abend an alle hier und auch die, wie der Herr Kemmle mich kennen. Ich möchte aber nicht als geile anonyme Nummer rüberkommen. Gestatten Sie mir, mich kurz vorzustellen. Ich bin der Herr Binder von der Theaterheustraße 22. Frau Ubekeck, Sie kennen mich als sehr guten Redner seit mehreren Jahren. Und daher praktisch habe ich an Herrn Kemmle gezielt zwei, drei Kleinigkeiten und dann an die Frau Ulusoy auch zwei Kleinigkeiten und meinen beruflichen Werdegang. Jetzt bin ich mit 67 Rentner. Dadurch kann ich natürlich mich gut verkaufen und auch sehr gut und schnell reden. Bürokaufmann und Verwaltungsangestellter. Das war geschwind der Einlass. Und jetzt praktisch hätte ich die Bitte an Sie, Herr Kemmle. Ich habe kleine Fragen und Sie beantworten mir, wenn es möglich ist, die Frage. Und dann springe ich zur nächsten Frage. Es sind Kleinigkeiten. Guten Abend, mein Name ist Xenia Lenz. Ich bin 18 Jahre und wohne in der Stauffenbergstraße in Kornwestheim. Bin gerade in Ausbildung als Justizfachangestellte am Amtsgericht Ludwigsburg und war an der Theodor Heuss Realschule und an der ehemaligen U-Landschule hier in Kornwestheim. Einige von Ihnen haben die Transparenz in der Verwaltung erwähnt und da wundere ich mich natürlich oder beziehungsweise kann ich mir nicht vorstellen, wie diese umgesetzt wird. Also wenn, und die Frage geht natürlich an alle Kandidaten, wie würden Sie das umsetzen? Vielen Dank. Dann würden wir jetzt in umgedrehter Reihenfolge starten. Herr Laufmann darf anfangen. Herr Hanauer. Also als erstes würde ich eine MPU empfehlen für alle Gemeinderäte. Ob die überhaupt in der Lage sind, eine Gemeinde zu führen. Jeder Autofahrer muss überprüft werden. Wenn er alkoholkrank ist, darf er nicht Auto fahren. Und so sollten wir auch die Bürgermeister, Gemeinde und Politiker oder verantwortlichen Menschen prüfen, ob die überhaupt in der Lage sind, ein verantwortliches Amt zu führen. Oder ob sie suchtabhängig sind, ob sie auf Drogen sind, ob sie irgendwelches chemische Zeug nehmen. Der Wein ist bei vielen Gemeinderäten selbstverständlich und leider muss ich feststellen, dass fast alles mit dem Background unter Alkohol hier gerade bei uns im Weingebiet Baden-Württemberg passiert. Wein ist was Tolles, ich mache mich vielleicht auch an der Stelle nicht sympathisch, aber Wein ist Nervengift. Ich würde eine Meldestelle zur Befreiung von Korruption vorwerfen, wenn man Korruption praktisch verstrickt ist, dass man die Möglichkeit hat, in die Korruption kommt man oft rein, schleichend, ohne dass man es merkt. Und da muss was installiert werden, dass man wieder aus diesen Korruptions- und Abhängigkeitsspiralen rauskommt. Bin gleich. So, dann brauchen wir einen Schutz. Ja, danke für den Applaus, das ist sehr wichtig. Der Schutz für... Jetzt kommt etwas, wird Sie vielleicht schockieren. Man redet ja auch von Ungeimpften. Ich rede davon gesund gebliebenen, die ihren freien Willen gehütet haben. Und ich möchte dieser diskriminierten Minderheit erstmal meinen größten Respekt aussprechen, dass sie diese harte Zeit durchgestanden haben. Und wo kommen wir denn dahin, wenn Menschen, die ihren freien Willen gehütet haben, was uns als Mensch mit unserem heiligen Bewusstsein mit Gott verbunden sind, dass wenn wir gesund gebliebenen, die ihren freien Willen haben, was den Mensch vom Tier unterscheidet, bestimmt werden von Menschen, die ihren freien Willen abgegeben haben und sich impfen lassen haben, nicht von Gesundheitswegen, sondern damit sie in Urlaub reisen können oder sonst was und einfach verwechselt haben, dass wir bei Wissenschaft eben nicht mit Glaubenschaft verwechseln dürfen. Und das ist eine große Gefahr. Und deswegen müssen wir uns nochmal ganz stark an der Wahrhaftigkeit orientieren.
Ich habe noch 15 Sekunden. Und dann muss geprüft werden, ob Amtsstellen noch mit Geheimdiensten oder mit Geheimpositionen besetzt sind, wo Interessenskonflikte zum Amtseid. So, vielen Dank. Die 3 Minuten sind um. Herzlichen Dank. Damit haben wir den nächsten Fragesteller. Bitte eine kurze Frage und wenn Sie auch sagen, an wen die gehen soll. Ja, also ich halte die Frage kurz. Aufstellen Sie sich. Ja, mein Name ist Markus Bublatt. Ich wohne in der Kanzerstraße. Das ist der Konvestheimer Teil von Pettenwil. Und deswegen auch eine Frage zu Pettenwil. Und zwar, wir haben vorhin schon an verschiedener Stelle gehört, dass die Parkplatzsituation im Kern, in der Kerngemeinde angesprochen ist. Aber es gibt auch Probleme natürlich in Pettenwil. Manchmal kommen wir uns ein bisschen abgehängt vor. Das war ich sehr dankbar, dass der Herr Lauxmann und der Herr Kemmle hat sich angeschlossen, auch angesprochen haben, dass man sich besonders auch um Pettenwil kümmern möchte. Die konkrete Frage ist, und die geht nur an die Kandidaten mit der Losnummer 2 bis 6. Ich habe es geschafft, absolut unbeliebt zu sein. Lieber Gemeindewahlausschuss, liebe Frau Keck, als potenzieller MPU-Kandidat, lassen Sie mich bitte einen ganz kurzen Appell an die hier Anwesenden richten. Wir haben alle Kinder. Ich persönlich habe 2. Sie haben auch Kinder, Sie haben Enkel. Bitte begegnen Sie den Interessen Ihrer Kinder in den sozialen Medien mit Herzblut, mit Respekt, mit maximalem Interesse und versuchen Sie, Ihre Kinder zu verstehen und einfach nur sensibel, ich sag mal, kontrollieren nicht, aber mitzuverfolgen, was dort passiert. Herr Hornauer ist ein Beispiel. Ich mache das absolut wertefrei. Aber ich weise einfach nur darauf hin, dass diese Kinder diese Menschen als Vorbild nehmen. Und das ist nicht zu unterschätzen. Bitte gucken Sie, dass Ihre Kinder dementsprechend solchen Menschen mit einem angemessenen Wertegefühl begegnen können. Unterstützen Sie Ihre Kinder. Bitte machen Sie das. Also ich nehme an, keine Frage, sondern nur ein Appell. Herzlichen Dank, Herr Engin. Dann, wenn Sie sich bitte kurz vorstellen. Sehr gut. Also, mein Name ist Stefan Böttcher, ich wohne in den Obstgärten. Ich möchte, bevor ich meine Frage stelle, einen kleinen Appell an die Menge geben. Auch wenn Meinungen, die hier vertreten werden, dem einen oder anderen sehr unangenehm sind und vielleicht auch das Auftreten einer Person unangenehm ist, aber ich denke, die meisten im Raum bezeichnen sich als liberale Demokraten und sollten Rednern, die keinen Hass oder Hetze verbreiten oder zu irgendwelchen Straftaten aufrufen, entsprechend Gehör geben und ihn ausreden lassen. So gehört sich das. Danke. So, nun zu meiner Frage. Alle Kandidaten haben prinzipiell das Ehrenamt erwähnt. Nun ist es ja so, das Ehrenamt ist ein Ehrenamt, weil es unentgeltlich ist und eigentlich nur mit Personen funktioniert, die aus freien Stücken das tun, so wie ich es zum Beispiel tue, indem ich kleinen Kindern den Basketball näher bringe und auch selbst, wie man an meinem T-Shirt erkennen kann, in der ersten Mannschaft von Kronwestheimer, von der Skizunft selbst spiele. Daher meine Frage: Wie konkret muss man Ihre Aussagen verstehen, dass Sie das Ehrenamt in den Vereinen stärken wollen? Die Frage geht an wen? Ja, an alle. Es haben ja sich eigentlich alle dazu positioniert, dass das ein wichtiger Punkt in Ihrem Programm Vielen ist. Vielen Dank. Dann würde ich starten jetzt mit dem Herrn Duscher und da würde dann in der Reihe dann mit der Frau Funke-Ulusoy enden. Ja, also es ist richtig, auch in meinem Wahlprogramm kommt das Ehrenamt vor und man kann die Wichtigkeit des Ehrenamtes eigentlich nicht hoch genug betonen, denn viele Dinge würden ohne Ehrenamt nicht funktionieren. Ich denke da eher sogar noch an die Tafel, da finde ich es persönlich am drückendsten, wenn da keine ehrenamtlichen Helfer wären, da hätten viele Leute ein Problem. Ich mache jetzt einen kurzen Absatz. Ich möchte kurz auf das Erste eingehen, was Sie gesagt haben. Ja,
Prinzipiell ist das so, dass wir hier in einer Demokratie leben und jeder, der es schafft, die Bedingungen zu erfüllen, dass er als Kandidat zugelassen wird, durchläuft das dann und sitzt dann hier. Gebe ich Ihnen recht. So, ich möchte aber ausdrücklich betonen, dass nicht alles, was erlaubt ist, auch Sinn macht. Und ich muss ehrlich sagen, ich muss gerade sehr an mich halten, was Kandidat 1 angeht, denn ich verstehe es nicht. Hier sitzen 5 von 6 Leuten um, jetzt weiß ich nicht genau, ja, 21:45 abends. So, Leute, die sich, egal wie, ob sie meiner Meinung sind oder nicht, was das Wahlprogramm angeht, aber wir haben uns was vorgenommen, wir haben uns engagiert, wir haben da auch Zeit reingesteckt, wir haben da Geld reingesteckt, wobei Zeit vor Geld geht. So, und dann finde ich einfach das nicht würdig, dass man es einem Klamaukpreis gibt. Und ich bin heute hier, um genau diese Schräglagen sichtbar zu machen. Bin sicherlich nicht bequem. Sollte ich laut und cholerisch werden, ist es nur zur Show, um alle zu erschrecken. Ich bleibe innerlich weiterhin gelassen. Aber manchmal muss man Emotionen bringen, damit die Menschen spüren, was gemeint ist. Der Hölderlin sagte mal, dass die Deutschen verstehen, was passiert, muss die Sprache etwas derb sein. Sonst hören sie nicht. Aber nicht ich war Hölderlin. Und ich verstehe auch nicht, was Leute, ich meine, auch die Nummer 1 musste ja 5 Unterstützungsstimmen beibringen. Ich verstehe nicht, worauf die Leute hinaus wollen. Ist das ein Scherz? Weil ernst kann das doch nicht sein. Ich rate jedem, malen Sie sich mal hypothetisch den Fall aus, dass so ein Kandidat gewinnt. Da haben Sie aber Stimmung in der Kommune. Und zwar nicht zu Ihrem Vorteil. Haben Sie es gehört? War toll. War toll, ne? Aber quälen kann man sie nicht. Ich hoffe doch. Aber. Das wäre meine größte Angst, wenn ich Herr Oberbürgermeister machen müsste. Meine auch. Ja, was ich mache hier, Kommunalwahlpolitik, seit 5 Jahren, ist Ehrenamt. Ich habe damit schon mehrere hunderttausend Euro investiert, um auf Missstände in der Kommunalwahlpolitik aufmerksam zu machen. Ich danke dem Herrn, der da vorher dieses Thema mit der Jugend angesprochen hat und die Gefahr in den asozialen Netzwerken, weil soziale Netzwerke sind es nicht, es sind asoziale Netzwerke, müssen wir wissen, dass gerade die Chinesen mit TikTok die Marktführung und die Meinungsführung in der Jugend eindeutig übernommen haben. Ihr seht, dass ich innerhalb von 10 Monaten TikTok-Star geworden bin. Jeder kennt mich, jeder liebt mich, Gott sei Dank. Lieben Sie einen deutschen König mit deutscher Sprache, mit der Liebe zum Königlichen und zum Meisterlichen, zum Friedlichen. Ich bringe Ihnen eine transzendale Aktivmeditation, aber es gibt einen Begriff, der kommt aus dem Türkischen, der nennt sich Fitna und Streit. Das wird hier kapitalisiert und die Jugendlichen geben sehr viel Geld ihre Eltern auf TikTok aus. Die Landesmedienanstalten laufen amok und es ist große Gefahr, dass unsere Kinder fangen eigentlich schon an, im Kindergarten entfremdet zu werden, wenn wir unsere Kinder aus den Händen geben. In den Schulen werden sie dann voll fertig konditioniert. Aber heute hören die Jugendlichen auf keinen Lehrer mehr. Denn fliegen bald die Stühlen um die Ohren. Die hören auf Thomas Hornauer, auf König Thomas oder Barello, der gesponsert wird von der Abu-Chaka-Familie in Berlin. Und es ist besser, wenn Sie auf den König hören und transzendale Aktivmeditation und Bewusstseinserweiterung von mir lernen, wie wenn Sie über Gangster-Rap die Lösung als Messer haben. Und da haben wir ein Riesenproblem und ich bitte euch, nehmt mich ernst. Ich habe eine Welt durchstudiert, die Ihnen fremd ist, die Ihnen weiter weg ist wie der Mond, was ich hier sage. Aber es ist sehr, sehr wichtig, denn unsere Jugend ist unsere Zukunft und sie wird uns geraubt. Und ich bin auf der Seite Ihrer Enkel und ich finde es schade, dass Sie so eine selbstverständliche, faschistische Intoleranz gegen mich ausgeübt haben. Ich kann es verstehen, ich habe Sie ein bisschen versucht wachzurütteln, aber ich kämpfe für Eure Enkel und Ihr seid im Tiefschlaf. Und wenn Ihr jetzt nicht aufmacht, wird man Euch Eure Kinder wegnehmen. Sie werden entseelt sein.
Und ihr werdet keinen Einfluss auf eure Kinder haben. Die Chinesen selbst wissen ganz genau, dass es gefährlich ist. Und die lassen ihre Kinder nur 30 Minuten TikTok machen. Aber die Wessis, die Europäer und die Amerikaner, die verblöden wir mit unserer Maschine und dann essen wir sie. Wir verkaufen unsere Seele und da müssen wir aufpassen. Deswegen haltet drei zusammen. 3 Minuten sind zu Ende. Vielen Dank. Herr Koyoto, bitte. Damit kommen wir jetzt zu der Schlussrunde. Sie haben jeweils 3 Minuten Zeit, an die Bürgerinnen und Bürger, die heute hier im Festsaal, im Theatersaal sind, noch das mitzugeben, was Ihnen wichtig ist. Herr Hornauer, Sie können starten. Ja, ich hoffe, Sie haben meine Intention richtig verstanden. Wichtig ist, dass wir wieder der Jugend ein Identitätsbewusstsein geben, damit sie nicht fremdgesteuert sind, dass unsere Kinder uns gehören. Wichtig ist, dass wir uns entschleunigen und dass wir an den Schulen zum Beispiel, das hat auch der thailändische König gemacht, der hat die bewusstseinserweiternde Meditation als Pflichtfach ins Schulprogramm eingeführt. Und erst wenn wir Identitätsbewusstsein haben, können wir ein Selbstbewusstsein entfalten. Und haben wir Selbstbewusstsein, dann können wir ein Umfeldbewusstsein entwickeln. Und haben wir ein Umfeldbewusstsein, erst dann sind wir in der Lage, ein wahres Umweltbewusstsein zu entwickeln. Und wir realisieren dann, dass die Erde gerade massiv ausgebeutet wird und wir jetzt beginnen müssen, den Schaden zu beheben, alle miteinander. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Schafft ganz viele identitätsbildende Maßnahmen. Ich wünsche mir, dass der harmonisierende Tantra Dance, die transzendale Aktivmeditation, als Pflichtprogramm in die Schule eingeführt wird. Ich wünsche mir, dass die Deutschmark zur Gewaltprävention an den Schulen eingefädelt wird, dass endlich Schluss ist mit dem Mobbing in den Schulen. Wir haben weltweit die höchste Selbstmordrate. Weltweit ist Deutschland Spitzenreiter in Sachen Selbstmord bei Jugendlichen zwischen 16 und 24. Und wir müssen unserer Jugend wieder eine Perspektive geben. Und das gibt es nicht. Es gibt ganz wenig Perspektive. Die alten Vereinsmodelle laufen nicht mehr. Und die sind bei uns auf TikTok 5 Stunden, 10 Stunden. Und das ist gefährlich für die Jugend. Sie verlieren ihre Identität. Sie sind bereits abhängig von gezüchtetem Bewusstsein. Und ich warne davor, gezüchtetes Bewusstsein ist der Preis für das, dass die Menschen die Tiere in Massentierhaltung getötet haben und die Tiere mit genmanipuliertem Mais gefüttert wurden. Und das ist der Preis, den wir bezahlen müssen. Ich hoffe, dass ihr mich zum Schluss ein bisschen verstanden habt. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie mich ausgehalten haben. Ich wollte Ihnen nur wehtun, um Sie aufzuwecken. Alle Worte, die ich gesprochen habe, habe ich aus Liebe zur Menschheit gesprochen. Danke. So, vielen Dank. Herr Koyoto, bitteschön.